Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja, wir sind immer noch hier beim Herkules und wir sollten Phil aufsuchen, glaube ich. Also werden wir mal kurz mit der kurz quatschen. Herkules ist los, um das Medaillon des Olymps zu holen. Solltet ihr in der Zwischenzeit nicht lieber trainieren, Juniorhelden? Genau, wir bekommen nämlich ein Medaillon, mit dem wir dann in die Unterwelt gehen können und dadurch unsere Drive-Leiste nicht mehr... Ja, wir konnten sie auf jeden Fall nicht benutzen, wo in der Unterwelt, wo wir waren, und ich hoffe, durch dieses Medaillon können wir sie benutzen. So zumindest das Geplante. Das ist Phil, ich weiß nicht, was der ist. Hey Champ, how you feeling? Better rest up for tomorrow's match. Nobody's gonna pay. Er sieht wieder nicht, dass wir sind, denn wir sind Herkules. Remember what I told you. Victory in the games comes down to two simple words. Eat. Drei Wörter, alles klar. Zwei Wörter. Hey, if it ain't the junior heroes. Looking good, Phil. Never better. How you guys been? Have you earned your true hero wings yet? Aber irgendwo muss man schon sagen, der ist schon irgendwie cool, ne? Der ist schon irgendwie cool, der Phil. So, what's up? Ja, wir sind hierher gekommen, um zu trainieren. Ihr drei wollt gegen Hades kämpfen? Jawohl, ist das so komisch? Ihr habt Mumm, ich mag das. Hey, und man weiß ja nie. Verrückte Dinge gesehen überall, was? Also jetzt ist... Ach, geschehen überall. Ja, verrückte Dinge geschehen halt überall, was? Also jetzt ist Training angesagt. Ja, okay, was müssen wir machen? Die Arena. Trainieren, du willst also trainieren, also na los. Der nimmt mich hart dran, alles klar. Was, Übungsmodus? Zerbrich die Gefäße und sammle so viele Medaillons wie möglich. Ja, machen wir mal. So, ich muss also auf jeden Fall das zerschlagen. In einem Zeitlimit. Okay. So einfach draufhauen oder was? Mal gucken, wie viel wir einsammeln. Ah, wir müssen 20 einsammeln, okay. Das heißt, da liegen schon ein paar Stück auf dem Boden. Und wir haben auf jeden Fall genug Zeit. Ich denke mal, das ist ein einfaches Training zum Aufwärmen. Jawohl. Dürfte ja nicht so schwer sein. Hä? Wie fandest du das? Ja. Das war noch nicht alles, Junge. Ich habe noch einiges im Peppo. Du kannst dich ausruhen, wenn du das ganze Training absolviert hast. Ein Problem. Na dann. Kommt jetzt wahrscheinlich die Stufe 2. So. Mal gucken, wie viel wir jetzt sammeln müssen. Jetzt müssen wir schon 100. Okay, 100 sind auf jeden Fall 100. Und wir verschwinden ja auch. Ja, komm. Was machst du für eine Attacke? Du sollst dich doch klein schlagen. Och, Sora. Weil es komischerweise immer der letzte Hieb, wenn er dann quasi über sich holt und drauf haut. Oder wie soll ich es anders beschreiben? Auf jeden Fall dieser letzte Hieb. Der macht quasi dann die Teile kaputt. Und wenn er das nicht macht, dann gehen die nicht kaputt. Deswegen, jawohl. Vielleicht wird es doch ein bisschen eng. Na gut, wir haben schon 40. Könnte doch gut klappen. Aber immer hier auf eine Masse gehen. Okay. Also hier. Warte mal, was ist mit dem Großen hier? Boah. 94, 95 und ich glaube, wir haben es noch einen. Jawohl. Lufthiebe haben wir gelernt. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Zeit noch übrig sind. 38 Sekunden. Joa, ich denke mal, wir sind auf jeden Fall gut. Wer ist hier, Herkules? So, sagt Phil noch irgendwas? Der Fluch der Unterwelt, was? Ja, das ist ein echter Bremser. Aber wenn ihr diese Prüfung besteht, seid ihr im Heldentum einen Schritt näher. Ja, ich denke mal, wir haben bestanden und Herkules hat das Medaillon wahrscheinlich bei sich, oder? Hör mal, ich muss für einen Moment weg. Aber wohin denn? Ja, wahrscheinlich aufs Toilettchen. Das binde ich euch nicht auf die Nase. Okay, er muss auf die Toilette. Phil geht also kacken oder so, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Es tut mir wirklich leid, Freunde.
Das Medaillon des Olumps wurde gestohlen. What? Von wem? Was? Wir wissen noch nicht, wer es war. Wir wissen nur, dass es ein kleiner Kerl mit einer schwarzen Kutte mit Kapuze war. Und er hatte Komplizen, einen Haufen komischer Gestalten in Weiß. Warte mal, wir sind doch einem Typen begegnet, ne? Sagt euch das was? Definitiv. Ich denke schon. Hey, wenn wir das Medaillon des Olumps wieder beschaffen, können wir es dann ein Weilchen ausleihen? Sicher. Übrigens, habt ihr Mac hier irgendwo gesehen? Ja, warum lügt ihr denn? Wir haben die doch gesehen in der Vorhalle. Also, da in diesem kleinen Kammerchen. Schade. Das war voll gelogen, die war doch irgendwo hier. Feeling under the weather? You know, I thought staying in perfect shape was part of the hero job description. You know what I'm saying? Oh, right. Hades, we gotta talk. I came to share a bit of mildly interesting news. Seems your dear, sweet little nutmeg went and got herself lost in the underworld. You mean you kidnapped her? Well, maybe. But why get caught up in the details? Oh, Pegasus, das Pferdchen. You can't leave now. Okay, you've got a very important match today against the bloodthirsty Hydra. Right? I mean, if you don't stick around, who knows what kind of accidents might happen? Yeah, accidents you cause. Like I said, details. Who needs them? You're just a coward. Ah, well, can't all be heroes. Can you handle this? You got it. We're heroes. Junior heroes, don't. You take care of the Hydra. We'll handle the rest. I'm counting on you. You gotta find Meg. Das Gebiss des Pferdes, Hammer. Nicht traurig sein, Herk. Wir bekommen schon auf jeden Fall Meg zurück. Sagt ihr noch irgendwas? Glaub mir, ich wünschte, ich könnte jetzt aufbrechen, um Megara, ach stimmt, so hieß sie, Megara zu retten. Bitte hilf ihr, Sora, zumindest so lange, bis wir die Hydra besiegt haben. Okay. Ja, wir müssen also auf jeden Fall nochmal runter in die Unterwelt. Bringt das was, kaputt zu machen? Okay, ein bisschen Lebenspunkte. Ansonsten sehe ich auch keine Schätze. Nee. Steht hier eigentlich noch irgendwas an der Tafel? Die Eingabe, die Ergebnistafel, Tabelle für den unvergesslichen Phil Cup. Und hier ist das für Pegasus, die Ereignistabelle für den bla 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 bla. Ja, alles klar. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Und hier ist das Hades. Das war der letzte Cup. Die Ergebnistabelle für den Hades Cup, in denen ihr im Kampf alles gegeben habt. Ja, im ersten Teil haben wir das alles gemacht. Deswegen ist es quasi so in Anführungszeichen schon absolviert. Oh, Phil! Oh, oh! Was ist passiert? Da war dieser komische Typ komplett in Schwarz gekleidet. Ich bin ihm hinterher, aber er ist plötzlich auf mich los und hat mich K.O. geschlagen. Komplett in Schwarz gekleidet? Ist das nicht, der das Medaillon des Olumps gestohlen hat? Wohin ist er gelaufen? Geflohen. In die Unterwelt. Er ist offensichtlich einer von den Bösen. Und dabei wollte ich doch nur einen Ersatzhelden finden. Für den Fall, dass Herkules mal eine Pause braucht. Helden. Hm. Warum sagst du das nicht gleich? Ihr kennt jemanden? Ja, uns. Hallo. Ach nein, wir sind ja nur Juniorhelden. Ah, oh, das wäre was. Ah, oh, cool, eine neue Schatztruhe. Ach, jetzt ist dieser Weg offen. Kraftbolzen erhöht die Angriffskraft um 1. Denken wir, das werden wir sofort mal benutzen. Ne, warte mal, wie war das? Genau, Truhe. Kraftbolzen benutzen. Jawohl, Sora. Warte mal, das könnten wir eigentlich auch Sora geben. Dann hat er eine AP mehr. Jetzt hat er beziehungsweise 2 APs mehr. Ansonsten will ich mal gucken, ob ich vielleicht jetzt irgendwelche neue Abilities anlegen kann. Jetzt haben wir 23. Okay, das braucht 4. Lufthieb können wir.
Situationsboost, was ist denn dieses Ausweichkonter? Löst per Angriff gelegentlich. Also löst per Angriff einen Gegenangriff auf in der Nähe befindliche Gegner aus, während Reflektor ausgeführt wird. Okay, das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber Vergeltungsschlitzer. Ja, das hört sich gut an. Das nehmen wir mal. Drücke Viereck, um rasch wieder die Kontrolle zu erlangen, um anzugreifen, nachdem du von den Füßen gerissen worden bist. Okay, das hört sich gut an. Das werden wir mal nehmen. Ich dachte, das wird irgendwie so ein Item, aber das ist ja Füll. Okay, dann gehen wir mal in die Unterwelt. Hier waren wir also anscheinend noch nicht. Wir waren nur im anderen Tor. Dann gucken wir mal, was da passiert. Das ist die Hydra. Mann, ist die hässlich. Wie der Kinn so hin und her gewackelt hat. Ja, aber warte mal, Hydra heißt doch, dass die mehrere Köpfe hat. Hat er jetzt alle allerdings abgeschlagen oder was? Alle Köpfe? Oder ist das nicht die Hydra? Also ich bin verwirrt, keine Ahnung. Okay, hier haben wir auf jeden Fall... Das war eine Falle! Das war eine Falle! Ich dachte natürlich... Das wäre so einfach zu bekommen, das Teil in der Mitte. Und natürlich ist es eine Trap. Eine fucking Falle. Naja, gut. So viel dazu. Irgendwie vermisse ich ein bisschen Auron. Bei dem hat man so schön Bushido gemacht. Der schöne Team-Kombo. Okay, die Items nehmen wir. Und wieder hoch. Okay, da hinten ist noch ein Item, sehe ich gerade. So, was ist da drin? Auf jeden Fall ein Mithril-Splitter. Dabei sieht man das gar nicht, ne, dass da was ist. Ach, jetzt haben wir es aber. Herzteil bekommen. Ja, Herzteil. Zelda lässt grüßen, ne? Übrigens, Zelda, let's play ich momentan, wenn ihr wollt, Breath of the Wild. Jeden Tag eine neue Folge, 14 Uhr. Also schaltet ein, wenn ihr Zelda sehen wollt. Mann! Dieser Unterweltfluch macht mir echt zu schaffen. Wir müssen das Medaillon des Olymps schnellst wieder beschaffen. Ja, doch dabei, Goofy, das weißt du doch. Der verlorene Pfad. Erstmal alle Items einsammeln und dann gerne die Gegner verhauen. Aether und ansonsten... Oha, was das abgezogen hat. Warum zieht er so viel ab? Hä? Ich verstehe das nicht. Warum ziehen die so viel ab? Okay, ich muss mich heilen. Ich verstehe das nicht, warum die so viel abziehen. Besonders dieses Kerzenteil hier. Naja gut, jetzt ist es Geschichte. Ist noch eins? Nein. Ah, diese Flamme zieht ein bisschen viel ab. Okay, schnell töten. Das ist halt hier ein bisschen so komisch mit der Magie, dass man nicht so die ganze Zeit benutzen kann wie im ersten Teil, dass du immer wieder spammen konntest. Hier musst du halt warten, bis wirklich deine Magie komplett weg ist und dann kannst du sie wieder benutzen. Also bis die Leiste wieder sich entleert hat. Naja, so ist das halt hier. Aber dafür kann man halt Items benutzen und so, das ist auch schon gar nicht mal so schlecht. Jetzt weiß ich gar nicht, von wo ich gekommen bin und wohin ich muss. Ich glaube, ich muss hier hin. Oder? Ne, warte mal, von hier sind wir gekommen. Okay. Da ist ja noch ein Symbol. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht hin. Das heißt, wir müssen da später nochmal hin. Wir dann wahrscheinlich einen höheren Sprung bekommen oder irgendwie sowas. Hä? Wo bin ich jetzt gekommen? Von dort? Oder von dort? Ich glaube, von hier. Also gehen wir mal hier lang. Okay, hier waren wir auch noch nicht, weil da ist ein Schatz, den ich mal mitnehme. Ein Mithril-Tropfen. So, machen wir jetzt mal hier das Teil kaputt. Oh, das sind sogar zwei Stück. Und schon habe ich nur noch... Nein! Halt mich! Okay, jawohl. Stirb! Nein, das ist nur mal so ein Specki. Specki, bitte tu mir nichts. Oh, ich mach gut Schaden. Ja, mittlerweile machen wir echt guten Damage, also kann ich mich nicht beschweren. Wenn er diese komische Rutschattacke macht, so wie eben gerade, kann man die abblocken. Ah,
Genau so muss man halt, wie schon gesagt, rechtzeitig Dreieck drücken. Ich habe mich gerade hier verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Immer wieder neue Schatztruhen. Okay, ich kann nicht zaubern. Nimm das Teil. Jawohl. Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Abhauen, abhauen. Ah, das war knapp. Das war super knapp. Wir haben es überlebt. Mann, oh Mann. Ja, einige Gegner sind schon ein bisschen stark und ziehen viel ab, aber... Ja, müssen wir jetzt durch. Ich glaube, das ist nach wie vor... Hatte ich am Anfang den... Warte mal, Konfiguration. Wir haben den normalen Schwierigkeitsgrad. Den kann man auch nicht mehr umstellen. Kann während des Spiels nicht geändert werden. Nee, nee, wir bleiben bei normal. Und wir werden es auf normal durchspielen. Aber der letzte Boss wird wahrscheinlich wieder Probleme machen, aber... Ja, scheiße ich drauf. Notfalls werde ich mich dann hochleveln. So wie im ersten Teil. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Na gut, im ersten Teil habe ich auch extrem viel noch gespielt. Also nachdem ich aufgenommen hatte. Und mal gucken, wie wir das hier machen. Luzidtropfen, da ist ja noch so ein Teil. Wie viel gibt es denn hier? Ich glaube 50 Stück, oder? Von diesen Herzteilen. Warte mal, konnte ich das nicht nachgucken irgendwie hier? Puzzleteile. Ah, guck mal. Es gibt also noch 1, 2, 3, 4, 5. Noch 5 Stück, die wir wahrscheinlich irgendwann mal finden. Oh, da ist noch ein Schatz. Na, kommen wir da hin? Jawohl. Was haben wir bekommen? Ein... Ja, das, was die AP erhöht. Ich kann immer die Namen so schlecht aussprechen von diesem Item. Abilitin oder sowas? Keine Ahnung. Wait a sec. Roxas? Excuse me? Roxas? Oh, it's no use. Huh? What are you talking about? Let's see here. If the subject fails to respond, use aggression to liberate his true disposition. Right. Did they ever pick the wrong guy for this one? You're bizarre. Oh, he's gotta be the thief. Now that's just plain rude. Da ist das Medaillon. Okay, wir müssen gegen den kämpfen. Er hat den Gitarre. Dance, water, dance. Besiege 100 Lakaien. Okay, ich muss also die Teile besiegen. Oh, wieder Tanz ist gut. Wieder Tanz ist toll. Damit machen wir so viel Schaden. Beziehungsweise wir schnappen uns eins und verhauen die anderen damit. Das sind so eine Art wie seine Noten, die wir dann schnappen und kaputt machen. Weil der Typ an sich ist, glaube ich, unsterblich. Nur allerdings, wenn wir diese Lakaien besiegen, dann ja, seht einfach selbst. Wilder Tanz. Und gleich haben wir es geschafft. Okay, jetzt müssen wir den noch besiegen. Ja. Tudu, geschafft. Roxas, come back to us. Guys, a broken record. Ja, das Medaillon, sehr gut, Goofy. Ach, Donald. Wir haben's, Medaillon. So, jetzt ist Hades auf jeden Fall. Jetzt können wir auch Drive benutzen, glaube ich. Let's go. Mac needs our help. Jawohl. Mac braucht unsere Hilfe. Die wahrscheinlich irgendwo hier ist. Und dann who? Okay. Du bist immer noch hier. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Hä? Über etwas weitaus Interessantes. Interessanteres als das Medaillon des Olymps. Und zwar über die zurückgelassene Schatten des Niemanden. Abwesende Silhouette. Warte mal, meint er dieses Buch? Abwesende Silhouette? So heißt doch das Buch von vorhin. Es geht mehr. Es geht um mehr als nur ein Buch. Es sind Waffen, in die sich die Schatten ihrer
einstigen Träger eingebrannt hatten. Kämpfe mit diesen Schatten und es wird dich und es wird erwachen. Dein wahres Ich. Und redest du? So ein Held wie du kann doch auch mal selbst seinen Kopf anstrengen. Laberte. Junge, was laberst du? Hast du nicht gelernt, was es wohl mit dieser wesenden Silhouetten auf sich hat? Keine Zeit für Rübeleien. Wir müssen Meg helfen, retten, wie auch immer. Ach ja, da war ja was. Medaillon des Olymps. Ein Medaillon der Götter des Olymps. Es dient als Schutz vor dem Fluch der Unterwelt. Und Ansembericht 5. Sonst haben wir hier nichts mehr im Raum. Ja, doch, ein paar Gegner. Die machen wir auf jeden Fall nochmal kalt. Oder auch nicht. Die machen Schaden. Nix gut, nix gut. Okay. Gegen 50 Erfahrung, ist das viel? Ich glaube schon, ne? Das ist schon gut. Ist auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht. Okay. Ich einfach nur noch die Hälfte des Lebens habe. Lass die einfach abziehen. Das Siegel. Sieh mal. Sieht dieser Fels nicht irgendwie aus wie... Mag? Ich wette, dass sie hier festgehalten wird. Ich habe keine Ahnung. Ach so, das meinen die? Ja, krass. Das Medaillon des Olymps hat den Fluch der Unterwelt komplett aufgehoben. Ich fühle mich wie... Ich fühle, wie meine Kraft wiederkommt. Wiederkommen? Das ist doch kein Deutsch. Ich fühle, wie meine Kräfte wiederkommen. Ah ja, okay. Was für eine Last, die von mir abfällt. Ist das richtig gedeutscht, was da steht? Na, vielleicht lese ich auch falsch. Das sowieso wahrscheinlich. So, und hier die neue Karte. Hier haben wir noch so ein Teil. Zwiespalt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal speichern. Und dann auf jeden Fall mal hier das anquatschen. Wahrscheinlich passiert auch irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber sehr wahrscheinlich passiert was. Oder werden wir auf jeden Fall nochmal diesen Abilatin oder wie das Dingsbums heißt, nutzen. Abilitatin. Zwei Stück. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, und dadurch können wir auf jeden Fall... wir haben 25, wir haben 3 Punkte. Das heißt, wir können Lufthiebe lernen oder... Irgendwas Situationskommando ist ganz cool, weil ich ja doch sehr oft Situationskommandos mache. Bei Gegnern irgendwelche Attacken, dies und das. Ja, was passiert jetzt? Befreien. Das ist ein kleines Schlüssellöchlein. Jetzt sehe ich das erst gerade. Wie süß. Aber schön gemacht mit den Regenbogenfarben und dies und das. Das ist schon cool gemacht. Ach, wir müssen da rein. Ins Licht. Nah, that's what I call a key. Gee, thanks for your help. Now have a nice day. Sora, behind you. Nein, den gehen wir doch. Ah, darf ich jetzt gegen den kämpfen? Ah, das ist schön. Da kann ich den endlich mal verhauen. Attack! So, direkt mal hier Situationskommando. Beschütze Meg und besiege alle Gegner. Okay. Lasst sie in Ruhe, ihr Schweine. Genau, Vampirjäger ist cool. Ja, wie help me? Ich help dir doch. So. Und jetzt geht's auf Carlo. So, du dreckige Schicht. Stirb! So, ich mach mal hier Drive. So, jetzt rasten wir mal aus.
Ja. Ist krass, ne? Die Heldenform ist richtig gut. Und gleich haben wir dich. Ach komm schon, diese eine kleine da oder was? Oh, jetzt aber. Hä? Hat sie überlebt und ich bin fast verreckt? Haben wir uns geschafft? Herkules! Sorry, I'm late. Get Meg out of here. I'll meet you back at the Coliseum. What about you? I'm gonna show these guys what happens when they mess with a true hero. Now wait a sec. Cool. Sora, I won't leave him. He'll be okay. Look, even Herc has his limits. He can't keep winning forever. Then we'll go back him up. Get Meg out of here! Okay, Herkules ist auf jeden Fall erschöpft. Aber wir helfen denen jetzt, ne? Ja! Das, wir schaffen das. Donald und Goofy sind nicht dabei? Ah doch. Besiege Carlo, bevor die Höhle einstürzt. Was? Nein! Warum? Warum? Hä? Hä? Ich bin... Ach stimmt, ich hatte davor so wenig HP gehabt. Ja, aber warte mal, wurde das jetzt zurückgesetzt? Na toll, jetzt müssen wir das nochmal machen. Okay, müssen wir nochmal durch. Ja. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber ja, was passiert, ist passiert, ne? Müssen wir auf jeden Fall dann nochmal machen. So. Böser, böser Goofy. Goofy? Ich meine Carlo. Ich werde auf jeden Fall die wieder Drive machen. Ab und zu ist er anscheinend unsterblich, wenn er in diese komische Form reinkommt oder in diese Kugel. Aber ich denke mal, diesmal wird es einfacher sein, weil wir ein bisschen was gelernt haben aus dem Vorkampf. Komm schon. Ja, der ist doch schon tot, der hat gar kein Leben mehr. Muss aber nur noch wahrscheinlich die Teile hier besiegen. Kleinen. Na? Und das war's. Gut. Ich glaube, das kann ich jetzt skippen, das habt ihr schon gesehen. Und jetzt müssen wir mit Herkules, genau, hier sind wir ja gestorben vorhin. Okay, der hat ein cooles Schild. Richtig cool. Ich muss halt gucken, dass ich wirklich immer genug Heilung habe. Und immer wieder hier auf Carlo. Okay, der Ding eine komische Rollattacke gemacht. Ja, damit verhauen wir dich. Das macht Spaß. Und? Erwische ich dich? Ja. Und das war's. Jawohl. Super einfach. Wohin, weiß ich nicht. Irgendwie Trio-Limit und noch ein paar Sachen gelernt. Okay, haben wir geschafft. Yes. Bin ich ja schon ganz außer Puste hier. This place gives me the creeps. I'll deal with you nitwits next time. Oh. Could today possibly get any better? This time, Wonder Breath is going down for good.
Sieh an, wenn das nicht unser alter Lieblingsheld ist. Aber zum Helden taugst du nichts mehr. Du hast abgedankt. Aha. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Mund halten, Schlüsseljunge. Dann bin ich ebenso frei. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Ja, ja, was immer du meinst. Aber hey, vielleicht solltest du besser mal nach der Hydra sehen, die du am Leben gelassen hast. Ich habe gehört, dort oben läuft ein... so einiges aus dem Ruder, du Held. Warte. Ich verlasse euch nur ungern, aber ich muss mich um eine Überraschung für euch kümmern. Was, die Hydra lebt noch? Okay. So. Irgendwann, ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen was einkaufen. Ein paar Potions. Wir haben zwar noch ein paar Stück, aber ein paar Stück können wir auch kaufen. Zum Glück können wir uns sowas leisten. So, was erzählt ihr denn hier? Sora, in der Arena gibt es ein Problem. Wir tun auch, was wir können. Also nichts wie hin zu der Arena. Was sagt denn hier das Pferd? Hallo Pferd. Das sieht hier cool aus. Widert und drängt euch, zur Arena zu gehen. Aha. Okay, gehen wir gleich hin. Wer quatscht hier noch was? Ach ja, der Phil. Phil, was ist mit dir los? Also, hört gut zu. Wenn ihr einen großen Gegner gegenübersteht, sucht einen Punkt, der leicht zu treffen ist. Nur noch zwei Dinge. Bleibt ruhig, achtet auf eure Umgebung und immer schön in Bewegung bleiben. Ja klar, natürlich. Okay, danke für deine Tipps. Wir werden auf jeden Fall nochmal hier speichern. Ja, und da würde ich mal sagen, dass wir auf jeden Fall dann im nächsten Part weitermachen, sonst wird dieser Part hier zu lang. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und da ist ein Pferdearsch. Was ist denn da los? Und ciao ciao.